Hey ho und willkommen zurück. Wir spielen weiter. Wir begeben uns jetzt endlich auf den Pfad, wo ich schon die ganze Zeit über hin wollte. Aber ohne Blutfliege. Oh, jetzt haben wir auch noch ein Wildschwein. Da oben ist auch noch eine Blutfliege. Ah, shit! Miststück! Hat mich voll vergiftet, ey. Wir müssen helfen. Wildschwein versus Wolf. Jetzt trink doch mal einen Heiltrank. Dass man die Tastatur nicht so richtig sieht. So läuft das bei mir. Was ist mit dem anderen Wolf? Will der auch eine ran? Ich wollte eigentlich gar nicht hier lang. Ich wollte außen rum. Naja, können wir ja immer noch machen. Wir schnappen uns erstmal hier das Wölfsche. So, erledigt. Das war's mit dir, du Mistvieh. Sei doch nicht so gemein. War doch ein nettes Wauwau. Jetzt hatte ich ja aber noch gesehen, dass da oben noch eine Blutfliege irgendwo rumgesurrt ist. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Schlange. War da noch eine? Ah, shit. Haha. Haben wir hier oben noch mehr Zeug, das ich übersehen habe? Da gucken wir mal lieber schnell nach. Ach, das ist die Truhe. Nö, dann hatten wir wirklich nur die Blutfliege übersehen. Und können jetzt ganz geschmeidig hier zurück zum Pfad laufen. Und von da aus gehen wir nämlich erstmal hinten rum. Ich weiß nämlich, was da noch alles auf uns lauert. Deshalb will ich lieber von hinten angreifen. Und nehme mir die passenden Pfeile dazu mit. Bist du noch da? Du bist noch da, gut. Komm los, bitte, lass mich nicht allein. Ich hab doch Angst alleine. Ich will doch hier alles töten. Hier unten, das werden wir uns alles noch angucken, was es da noch so gibt. Oh, hier gibt es erstmal einen Goblin. Ein Goblin zum halben Preis. Natürlich wäre das erledigt. Ich bin ja auch gut. Gib mir den Knüppel. Gib mir den Goblin. Aber die Musik hört nicht auf. Ich glaube, da ist noch was am Werk, das uns töten will. Da kommt es. Erledigt. Oh, doch nicht. Und schwupp. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ich bin kein Mistvieh, ich bin der Peter. Her damit. Kann man alles verschachern als Feuerholz oder so? Oh, ein Ripper. Heißt du Jack? Zack. Alles war gründlich vorbei. Aber wieso treffe ich denn nicht mehr? Ich ziehe doch genau auf dieses Lumpentier. So, das war's okay. Mit dir, du Mistvieh. Blödes Biest. Wenn das Biest einen erwischt, wird man nämlich krank, soweit ich weiß. Und das wollen wir ja nicht. Krank sein ist blöd. So, ist die Frage, wo gehen wir jetzt lang? Erstmal futter ich mir noch ein wenig Mut an.
Dann schnappe ich mir den blöden Goblin. Der nicht will. Erledigt. So, das wäre erledigt. Wo ist die Keule? Da. Der hat mir gerade meine Erfahrung geklaut. Auf sowas reagiere ich sehr allergisch, mein Freund. Ein Mistvieh weniger. Ich hab's angelockt. Das ist kein Goblin, das ist ein Schrat. Was Größeres. Ah! Ich helfe dir, sobald ich oben bin. Du musst mich hinter den lassen. Ich will seine Keule nicht am Zahn kleben haben. Diese Biester halten nämlich ganz schön was aus und teilen auch ordentlich aus, du. Au! Okay, 300 Erfahrung für den lieben Peter. Der Schrat hat nichts dabei. Jetzt hat er sich die Scavenger hier gekrallt. Die Erfahrung hätte ich ja gerne mitgenommen. Aber man kann halt nicht alles haben, ne? Dann sind Scavenger, aber da führt, glaube ich, der Weg lang, den ich gehen will. Also bleiben wir hier oben. Und das war bestimmt nicht der einzige Schrat oder Shred, der hier war. Ich nenne die eigentlich immer Schrat, keine Ahnung, ob die Shred gesprochen werden, aber ich nenne die Schrat, ich nenne die, wie ich will. Ist da noch was? Ja, da ist noch einer. Verschwinde! Ich bin dein Tod. Da kommen zwei. Zwei sind mir fünf zu viel. Fünf? Einer. Ich habe ein Problem, ich habe ein Problem, ich habe ein Problem. Das sind nicht zwei, das sind drei. Mein Gott, Walter, muss denn das sein? Doch. Was habe ich nur getan? Was habe ich nur getan? Was habe ich nur getan? Ich brauche irgendwas, wo ich hochklettern kann. Funktioniert. Oh, ich habe keine normalen Pfeile mehr. Das heißt, jetzt muss ich euch leider anzünden. Tut mir leid. Ah, das sind gute Pfeile. Hört auf, euch zu bewegen. Ich muss jetzt mal nach meinem Kumpel gucken. Oh, dem hast du's gezeigt. Weg. Weg, verflucht. Das ist natürlich nicht gut, dass ich Munitionsmangel habe. Oh, wir haben es überlebt. Herr mit euren blöden Keulen. Eine große Truhe, die ich nicht aufbekomme. Halt, wo ist er? Den nehme ich natürlich liebend gern wieder mit. Oh, Mann, 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 mein Herz. Das war nicht angenehm. Angenehme Gegner. Dem hast du's gezeigt. Au.
Oh, da kommen schon wieder so viele, Mensch. Windet jetzt. Oh shit. Ich nehme lieber erstmal einen Heiltrank, bevor ich hier weitermache. Muss ja nicht sein, dass ich hier sterbe, ne? Yeah, Level up. Blöde Goblins. Die dachten, sie könnten es mit mir machen. Und dann habe ich ihnen gezeigt, dass sie sehr sterblich sind. Wo ist die Echse? Ich habe sie gesehen. Stirb. Meine 10 Punkte. Meine 10 Punkte. Schöne 10 Punkte. Die schönsten 10 Punkte, die ich je gesehen habe. Alles lange. Dem hast du's gezeigt. Ah, ich hänge. Au. So, das wäre erledigt. Scavenger. Scavenger. So, jetzt schlürfe ich mir erstmal ein paar Brocken Fleisch in die Kieme. Dann müssen wir mal gucken, was da unten los ist. Ist das schon jene Höhle, die ich denke, dass sie das ist? Wenn ja, dann haben wir gleich echt Probleme. Ich meine, der Cyrus nicht unbedingt, aber wir, ne? Rohe Fleischwanze, da kommen, die machen wir mal. Rohes Fleisch, da machen wir mal 41 Keulen, zack. Da haben wir wieder Vorrat. Muss ja nicht schlecht werden, das Zeug. Das Problem ist, wenn das die Höhle ist, die ich denke, dann bringen uns da drinnen unsere Bögen nämlich fast gar nichts mehr. Außer gegen solche Biester, wo noch Fleisch dran hängt, da hilft auch ein Pfeil. Zack. Ah! Verdammte Zombies! Verflucht sollst du sein, Zombie! Zum Glück bist du langsam. Ja, das ist nämlich genau die Höhle, die ich dachte. Aber ich glaube, hier oben gab es eh keine andere. Ich nehme mir mal schon mal die Keule, bis der Zombie da ist. Da gehen noch Jahre ins Land. Ach, der will mich gar nicht. Und das weg. Wäre erledigt. Wie sieht's aus, Cyrus? Boah, der hat ganz schön rangelangt. Will ich wirklich in diese Höhle? Ich denke eher nicht, aber ich tue es trotzdem. Ihr kennt mich. Da kommen sie schon angerannt. Untotes Gesinde. Zeig mir deinen Hintern. Hab den Zombie angezündet. Oh shit. Ich habe einen Knochen am Sack. Ja, das klang jetzt sehr zweideutig. Merke ich gerade selber. Och man. Hallo Skelett. Ah, Skelette mag ich nicht. Zombies schon eher, weil die langsam sind. Verschwinde. Aber das Schöne ist, wenn man Skelette mit einem Powerschlag wegkloppt, dann fliegt der Schädel weg. Das mag ich. Zack. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Boah, blöde Biester. Nee, muss man nicht haben sowas. Wo ist denn denn seine Keule, sag mal? Ah, da. Oh shit. Ah. Ah. Oh.
Warum müssen Skelette so stark sein? Warum kriege ich immer gleich zwei? Die Skelette kämpfen auch ein bisschen besser als die Zombies, stelle ich fest. Nee, ich gehe mal lieber wieder zu meinem Freund in die Höhle. Ich gehe doch nicht in die Höhle, da sind ja noch mehr von denen. Okay, wo ist der andere? Einfach draus... Ah, einfach draufhauen. Und ein Heiltrank hinter. Cyrus, halt durch, ich bin auf dem Weg. Oh fuck, nee, ich hau ab. Wir sterben hier beide. Das sind einfach zu viele für den Moment. Ich renne einfach so weit weg, wie ich kann. Dann ist nämlich auch der Cyrus nicht mehr im Bedrängnis. Ich will ja nicht, dass der Typ stirbt. Und vor allem, wenn ich jetzt wieder hingehe, hat er auch wieder volles Leben. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ach, du bist schon tot. Ich dachte, ich hätte dich vergessen. Okay, jetzt gucken wir doch mal, ob wir den Cyrus da rauskriegen, ohne sämtliche Knochenmänner anzulocken. Ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Tschüss.